Hi, Gude, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Extra Life Mommy's Madness. Das Event endet bald und das hat mir so einen Riesenspaß gemacht. Da dachte ich, die Zeit nutze ich und spiele da noch eine Runde. Weil das ist einfach total crazy fun. Es zählt mal nicht, dass man das beste Golgari-Deck mit den meisten Rares und Mythic Rares hat, sondern einfach. Bisschen Glück, ein bisschen kombinieren. Wegen mir könnte es dieses Event ewig geben. Ich finde es einfach super. Und Sir Fancy Beard, allein schon für den Namen. Total gut. Da kriegst du schon dein Hallo. Was eine Starthand. Kein Gebirge und kein Wald. Wobei ja die Kreaturen mit den meisten aktivierten Effekten, die ich jetzt die letzten Mal die hatte, genau Gebirge und Wald waren. Naja, was hat er? Ein Tokenbringer. Na toll. Das ist ja. Könnte hier nicht schlechter laufen. Mal gucken, was ich krieg. Mit Haste. Das Creatures Attack. Okay, das heißt, ist mal noch kein Problem. Warten wir es mal ab, wie es läuft. Also, ich finde die Idee mit diesem Format wirklich gut. Da hat Wizards oder generell die Entwickler von Arena sich echt was einfallen lassen, was auch wirklich für Spielspaß sorgt. Schade, dass die immer nur in den Wochenenden sind, die Highlander-Events oder das Event. Die würde ich gern permanent spielen, weil die Formate mir persönlich viel, viel mehr Spaß machen. Jetzt fehlt einfach nur noch Commander. Und es fehlt einfach nur noch, dass man gegen Freunde spielen kann. Echt jetzt. Tja, jetzt muss er angreifen und ich muss reinhalten. Ärgerlich. Also ich würde erst angreifen, mein Freund. Das kannst du natürlich machen, wie du willst. Du musst. Es könnte mal irgendeine Kreatur kommen mit aktivierbarem Mana-Effekt. Can't be blocked by Dinosaurs. Na super. Das ist natürlich böse, ein Sender, der zu einem 5-5er wird. Ja, greifst du an oder nicht? Was überlegst du jetzt? Komm, Chupacabra, Chupacabra, Chupacabra. Schlender zum Angreifen bringen. Will ich das? Nein, das will ich nicht. Ist noch eine Runde von City's Blessing entfernt, wenn das richtig macht. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ah, ein Flieger. Zum Glück kein Lifelinker.
Aber trotzdem ärgerlichen Flieger hat man nicht gern. Da greifst du jetzt mit dem mit an, mit der Banane. Gut. Ich habe 5. Hey. Swamp geht. Und wir haben. Oh, der Unzerstörbare. Das ist nett. Das ist nett. Also, den man unzerstörbar machen kann. Tatsächlich Splashing. Verdammte Axt. Wieder kannst du angreifen. Autsch, 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 autsch. Solf. Block. Ja, dann block ich den mit dem und dem. Dem und dem. Three Blockers. Na, hopp, Pay for Life will ich machen. Yep. Tja, daran hast du nicht gedacht. Ist die Frage, kann der jetzt noch blocken, wenn er getappt ist? Aber ich denke schon. Ja, in diesem Format bekommt man immer wieder neue Fragen, wo man nicht weiß, wie es läuft. Ja, aber ich habe einen Haufen Lebensenergie verloren, die Runde. Ich habe einen Haufen Lebensenergie verloren. Ja, pf, klar, Resolve. Boah, 5-4er. My turn. Choose one. Choose ich die. Ah, man kann choosen, was man auf die Hand kriegt. Stimmt, ja. So, oh, 6 Mana am Spiel. Schmeißen den Sumpf ab. Jawoll. Perfekt, Surveil 2, naja, wahrscheinlich nicht. Aber gut. Den brauche ich als Blocker für den 5-4er, das heißt, ich mache Pass-Turn. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Ich habe 3 Mountains. Ein Forest, das heißt, kommen jetzt die teuren Payer rein. Geht hier was? Ja, du kannst gern deinen Engel gegen meine Sphinx tauschen. Habe ich keinen Schmerz mit, mein Freund. Du kannst auch deinen Demon in den Tod rennen lassen. Da muss niemand nachdenken. Ja, gut, erstmal Kreatur beschwören. Man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht kommt ja ein. Autsch. Niff-Mizzet. Oh Mann. Das ist nice. Das ist nice. Block. Sonst hält er mich jetzt ewig at bay hier mit seinem. Surveil 2, dann. Das ist schon mal gut. Dann nehme ich doch den Forest, weil eine Plane will ich spielen. So, hab ja jetzt 7 Mana. Da muss jetzt irgendwas kommen, womit ich den Niff-Mizzet kontern kann. Ja, super. Will Damage to Permanent or Player, it deals double damage. Und O-Player, ja, ist jetzt nicht der Reißer. I will draw card to any target, cast an insert. Okay, das heißt, jede Runde kriege ich einen Schaden. Na super. Gut, der Niff-Mizzet ist jetzt nicht so hart. In dem Fall. Aber trotzdem, mit 5-5er Flieger, ne? Was
Das kommt jetzt noch. Ja, gut, der bringt ja zum Glück nichts. Ja, klar, dass der Nifmizzet angreift. Ich hätte gerne das Plane. Und versuche nochmal eine Kreatur. Eigentlich müsste ich jetzt warten, aber ich brauche irgendwas, um den Nifmizzet zu blocken, sonst ist die Sache hier ganz schnell Asche. So. Der wäre toll. Der wäre toll, wenn der früher gekommen wäre oder der Flieger nicht da wäre. Das ist schon mal ein gutes Spiel für dich, mein Freund. Und natürlich noch ein Flieger. For each Gate. Den bin ich übrigens gerade am überlegen, ob ich den in mein Gate-Mill-Deck reinpacke. Weil der ist, finde ich, echt gut, wenn du da ein paar Gates draußen hast. Mal gucken, was ich noch ziehe. Just for fun. Ah, 7-7er Trampler ist natürlich ganz, ganz mieses Gerät, aber ja, kann jetzt an der Situation auch nichts ändern. Ich mache mal All Attack. Aber nächste Runde, wenn er eine Karte zieht, bin ich Asche. Schade. Gestern so ein Glück gehabt und jetzt direkt in der ersten Runde auf die Nase bekommen. Alter, was überlegst du denn? Du könntest auch alle durchlassen und würdest dann sterben. Wenn der Nith-Mizzet nicht wäre. Wenn der Nith-Mizzet nicht wäre. Good game, good game. Na gut, zwei Karten kriege ich ja auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt den zweiten sofort verlieren sollte, was ich wirklich nicht hoffe. Das wäre unschön. Das wäre sehr, sehr unschön. Fitzgerald, wie geil ist das denn? Wie geil. Allein für den Namen Fitzgerald. Hey ho. Ein Hello. Nein, mit dem Blocker. Ja, 2-2er Lifelinker. Da guckst du doof aus der Wäsche, ha? Die Target. Ah, schade. Schade, schade, schade. Das ist ja schön. Nehme ich. Okay, verstehe jetzt nicht, warum er nicht abgeschossen hat, aber der wird wohl seinen Plan haben. Flieger sind echt absolute Killer hier. Hast du einen Flieger? Sieht schon gleich ganz anders aus. Wie blöd ist das denn? Ah, Mann, ey.
Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt bald eine Artefakt-Kreatur kriege. Zwei, Dreier, cast a creature spell, draw a card. Zum Glück ist das nicht casten, was wir hier machen. 5, dann geht der Swamp. Jawohl, und ein Flieger. Deals one damage to target creature. Ja, greifen wir doch mal mit ihm an. Mal gucken, wenn er jetzt eine Kreatur beschwört, aber eine extra Karte zieht, weil dann nett. Reveal a green card. Gibt's leider keine. Na, ganz viele gute Kreatureneffekte hier sind einfach für nix. Sechser, wie mies ist das denn? For each non-token creature you control. Ah, wie mies ist das denn? Tja, wäre eine gute Karte, aber es sind alles Tokens, die wir haben. Ja, schön und so billig. So, ja, ich gehe jetzt aufs Volle. Immer wieder was rein für 6. Ah, wow, wie gut. Oh, wie gut. Besser kann es ja gar nicht laufen. Da spielen wir gleich mal noch den Forest. In der nächsten Runde eine 7er Kreatur. So, du greifst an, du greifst an, du greifst an. Und dann kriegt er hier einen Schaden. Warum auch nicht. Den muss er tot blocken. Mhm. Den blockt er nicht tot. Ist egal. Und Sacrifice. Ah, das bringt ja nichts. Selbst noch was. Ist auch 7 Mana. Kann noch eine Kreatur reinholen. 5-5er Trampler. Nett, aber das würde nicht helfen. Ist ein good game. Ach ja, dieses Format ist einfach super, super, super toll. Ja, Combo-Decks-Erklärung ist ja grundlegend schön, aber in diesem Format falsch. Die hätten mal dabei schreiben sollen. Gestern habe ich gegen einen gespielt, der einen Planeswalker beschwören wollte, weil er Nicole Bolas gezogen hat und jetzt einen Planeswalker gemorpht oder umgewandelt hat. Und dann ist einfach nichts passiert. Das sollte in der Beschreibung ein bisschen näher dabei stehen. Jawohl, grün auf der Hand. Ein Hallo. Oh Mann. Ich will schon spielen. Dane geht. Jawohl. Oh, besser geht nicht. Oh, besser geht nicht.
so bezahlst du nur zwei. Egal. Und ich discarde eine Plane. Und es kommt ein 1-3er. Das ist Battlefield Target Artifact Control. Ja, gut. Bis jetzt nicht so. Okay, ist schon mal gut, er kann keinen Planeswalker kontrollieren. Forest. Pier. Swamp weg. Komm, Papa braucht eine neue Unterhose. Each creature you control. Ja, pff, super. Super, super. Dafür, dass du 4 Mana gekostet hast. Das ist ein guter Burner. Oh nein! Das einzige ist, eine Rotkatz ist gerade, hat noch Karten gezogen und eine 5-5er. Oh, ist das bitter. Zum Glück hat die noch Einsatzverzögerung. So. Jetzt will ich mal was sehen hier für die 5 Mana. 4-4er. Gain life upon and loses life. Naja. Aber wenigstens kann ich seinen 5-5er aufhalten jetzt. Auch wenn jetzt dafür 2 von mir gehen. Ah ne, eine. Aber ich kann's. Hat auch Glück, der Kerl. Ja, um mal drüber zu reden. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. So, jetzt habe ich 6 Mana. Und es geht ein... Ja, ein Flieger mit Haste. Dankeschön. 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 Kannst du mit deinem 4-2er angreifen? Den Block ist hier tot. Oh nein. Zum Glück haben wir keine... Jetzt wird er frech. Jetzt gehen 3 Schaden durch. Sieben. Und ich schicke die Insel weg. Ja! Das ist gut. Das ist gut, aber keine Angreifer. Das kommt nächste Runde, weil dann geht eine halbe Bit weg. Dann geht deine halbe Bit weg, mein Freund. Hat noch 3 Karten. Das ist klar ein Vorteil. Autsch! Au, das war böse. Aber wenn du jetzt angreifst... Geht dein Dinosaurier. Ich glaube nicht, dass du das willst. Aber mein Elf ist weg. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Habe ich wieder 7 Mana. Jawoll. You may have assigned its combat damage as though it weren't blocked. Das ist mies. Den musst du tot blocken, mein Freund. Wenn der nochmal angreift, hast du ein Problem. Du hast so schon ein Problem, wenn du eine halbe Bit verloren hast.
Er ist natürlich vor mir auf 9 Mana, das heißt, er kann die richtig krassen Kreaturen vor mir ziehen. Oh, 9-9er, echt jetzt? Autsch. Muss ich machen. Ich hoffe, dass ich was Dickes ziehe. Jawoll! Schön. Aber du kriegst eine. Landkarte dazu. Ah, er ist jetzt klar im Vorteil. Aber willst du angreifen? Ich glaube nicht. Ich muss das Spiel jetzt einfach weiterspielen. So, wenn ich jetzt eine Runde warte. Ich hoffe, ich habe die Karte richtig verstanden. Yes. Ich habe die Karte richtig verstanden. Kannst mich jetzt böse runterhauen, aber nicht töten, wenn du keinen Flieger ziehst. Kein Flieger. Er kann jetzt was opfern. Ah, ne, er kann nicht was opfern. Na, seinen 7-5er wird er opfern. Ah, schön. Schön, 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 schön. So macht das Spiel Spaß. So, noch einen Win, beziehungsweise gar nicht wahr, noch einen Win. Ich habe jetzt das Geld für eine zweite Runde schon wieder raus. Warten wir doch mal ab, was kommt. Stormage. Na bitte, schauen wir doch mal, ob das wirklich das Zeitalter des Sturms ist, mein Freund. Zwei Mountains, zwei Forests, Starthand, Bombensache. Ich finde, die Spieler unterschätzen einfach die Möglichkeit, auch den Llanowar-Elfen. Oder die Möglichkeit auf einen 1-1er Flieger Lifelinker, welcher auch nicht schlecht ist, finde ich. Du bist ja ein Sack. Obwohl, Non-Creature, Non-Land, also kannst nicht viel machen. Gute Karte, nur in dem System sinnfrei.
greifen mit dem an. Ein bisschen Kleingerümpel wegschaffen. Ja, die hat jetzt genau nichts geändert, die Karte, aber noch mit. 4. Das ist übel. Oh, ist das übel. Er kann mich nicht angreifen, wenn er kein Mana zahlt. Ich wette, die magst du nicht, die Kreatur. Ich wette, die magst du nicht. Au. Ja, du kannst dich angreifen, was soll ich sagen? Das ist wie im echten Leben. Und dann schmeiße ich eine Plane weg, ja. Was? Enters the battlefield, turn to your hand creature. Other creatures you control have haste. Ah, ist schön. Au, 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 au. Von mir Graveyard. Oh, das ist natürlich jetzt für uns super, super übel. Und wir schicken eine Insel, hab ich. Oh, das ist ja schön. Ja, Tokens gehen nicht auf die Hand zurück. Und ich habe einen 5-5er Flieger. Ach, besser kann es gerade nicht laufen. Und die lasse ich auch angreifen. Entweder blockt er die jetzt mit beiden weg. Was ich machen würde. Aber dann ist sein Feld fast leer. Ja! Danke! Das war wieder mal die richtige Karte zur richtigen Zeit. Also schon 400. Das heißt, noch ein Win, dann habe ich meinen Startbeitrag wieder raus. Auch nicht schlecht. Mal gucken, wie es weiterläuft. Es geht diesmal viel schneller als gestern. Gestern habe ich teilweise für 2 Spiele eine Stunde gebraucht. Das ist heute sehr viel angenehmer. Einen Forest. Ja, ich beschwöre. Ich schicke einen Swamp und ich sag dir auch noch Hallo. Oh. Na okay. Plus eins, wenn du den Planeswalker hast. Aber. Ich bin im Sumpf für 2. Ich schicke eine Plane raus. Mal gucken, was kommt. Trample. Ein Tokenmacher. Für weißes Mana. Sehr schön.
Das sind 2-2er Elf-Knight-Token, aber immerhin. Und auch für 6 Mana, also ist noch für lange, lange hin. Lange, lange hin. Aber... jetzt geht der Sumpf. Draw Card. Besser kann's nicht laufen. No Attacker. Wo das? Kein Trample. Nein. Zweier. Attacked with a creature draw card. Ja, leider nicht. Leider nicht. Und wir haben 4 Mana. Chupacabra oder sowas, hä? 4-2. Castleton against each opponent. Nett. 2-2er Attackers. Historic Spells sind natürlich. Jetzt nicht so. Oh, ein mit Reach. 2-4 Reach. Unschön. Forest. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo es interessant wird zu spielen. Oh, in the beginning of each end step, if you gained life this turn, I'll play a bat token. Ja, dann. Tja, die 2-4er Spinne mit Reach ist jetzt gerade das Problem. Au, 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 au. Ich schmeiß eine Plane raus. Ja, schade. Oh, aber er hat Death Touch. Ich könnte ja mal ein bisschen das Feld aufräumen. Greif mit dem an. Ja. Ja, 6-6 Death Touch. Das mag niemand. Der perfekte Blocker. So, und jetzt fange ich an, Tokens zu machen. Autsch. Autsch. Mit Reach. Autsch. Okay. Das heißt, Death Touch gegen Reach Trample. Hm. Tauscht Snatch gegen die Fledermaus. Ach, der hat ja 4. Ach, das war doof. Der Trampler ist natürlich jetzt ein Problem. Noch ein Problem, hä? Besser ist das. Haben wir jetzt 7, 8. Nächste Runde Chance auf den Wurm. Echt.
fucking serious? Klar, der hat jetzt mein Feld aufgeräumt. Das muss man ihm zugestehen. Aber ich habe den 6-5er weg. Und ich habe meine 9 Mana. Stimmt das? 8? 6, 9, ja. Perfekt! Perfekt! Wie geil ist das denn? Bessere Karte konnte ich nicht ziehen. Wie geil! Oh nein! Nice. Nice, my friend, nice. Oh, das verstehe ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt getippt, du greifst mit dem anderen an, aber ja. Jetzt versuche ich versuch mal 4 Schaden abzuhalten. Und ein Gebirge, sehr gut. Aber die Runde hat er gewonnen. Game, good game. Der ist auch einfach mies. Boah, ist der mies. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Aber, Claim Price, mal gucken, was dabei war. 400 Kohle auf jeden Fall. Chart Curse. Ja. Ah, jawohl, Helm of the Host. Hab ich schon einen, jetzt habe ich einen zweiten. Und direkt nochmal. Weil es so viel Spaß macht. Sedif Mulder mit dabei. Hallo. Unblockable, na toll.
Nett. Au, 3-3 Death Touch. Ja, da guckst du, ne? Gerade bei den Vierern ist eine gute dabei. Ich beschwöre mal noch einen Vierer. Ich wollte eigentlich jetzt eine Runde aussetzen und beschwören. Aber vielleicht kriege ich ja Chupacabra. Combat Damage to a Player, draw a card. Besser kann's nicht laufen. Besser kann. Boah, wie gut ist das denn? Oh, zum Glück habe ich die Viererbeschwörung gemacht. Besser kann's nicht laufen. Oh, wie gut. Oh. Okay. Unschön, aber nicht gefährlich. Forest. Schwören. 5. Island. Yes, der unzerstörbar Blocker. Ach, ist das schön. Macht das Spaß. Ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr den Death Toucher in den Dino reinhalten. Ich würde den unzerstörbar Blocker nehmen. Autsch. Jetzt weiß ich, wofür ich den Death Toucher habe. Also überlegst du jetzt, ob du angreifst oder? Wieder ein Mountain für 6. Und wir schmeißen einen Sumpf raus. Oh nein! Good game. Böse. Ich sollte mir echt merken, die 6er Beschwörung nicht zu machen. Weil genau so habe ich auch ein Spiel, hat ein anderer ein Spiel verloren gestern. Du brauchst doch nichts mehr zu beschwören, ich bin tot. Ich habe keine BIP mehr. Was überlegst du? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum bin ich nicht gestorben? Hm. Okay. So. Ist die neue Regel vielleicht, wenn man keine Handkarten mehr hat? Ich weiß es nicht.
Oh, nett. Nice. Hat jetzt 9. Das heißt, er hat Chance auf den. Ich schieße Schaden, ich kann mit Reach blocken, was auch immer, wie genau er heißt. Dinosaurier. Und den hat er nicht. Natürlich nicht Pass Turn. Weil er muss ja jetzt angreifen. Hat jetzt nur die Option angreifen oder aufgeben. So habe ich mir das gedacht. Ja, ist okay. Kann ich mit leben. Resolve. Resolve. Block. Dann block ich dir den kaputt. Außerdem mit dem Death-Toucher block ich dir. Den kaputt. Mit dem Mr. Indestructible block ich dir den kaputt. So. Den halte ich da rein. Four Blockers. Yes. Damage. Okay, also man keine Karten ziehen kann und keine Handkarten hat. Just doubt. Aber wie gut. Wie eben. Wie gut. Was gibt's denn da jetzt zu überlegen? Au. Vigilance 2-2. Oh, Blocker. Nett. Gut, macht ihm Mana, wenn er stirbt, aber du musst mir erst mal kriegen, ne?
Bock ich natürlich. Und dann schießt du mit dem Firebrand hinterher. Das ist mir schon klar. Ich habe das Prinzip schon verstanden. Aber ich werde zwei Kreaturen von dir los. Ups. Bitte gleich den Dämon. Das ist ja mit Abstand die krasseste Kreatur, die er hätte ziehen können. Verdammt! Bitte ein Chupacabra. Bitte, 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 bitte. Oh Mann. Natürlich nicht. Tja, vier Runden oder fünf Runden. Bei letzten würde ich blocken, bin ich weg. Und obwohl, wenn er Deals. Damage to Player, das heißt, ich muss sofort blocken. Mit meinem Flieger. Und okay, das Spiel hat was gegen mich. Das Spiel hat was gegen mich. Sehr schön. Aber bringt nichts. Der Discarder ist mies, mein lieber Herr Gesangsverein. Greif mit dem Flieger an, was überlegst du denn da jetzt noch großartig? Natürlich noch einen fliegenden Gargoyle. Ich verliere eine Handkarte. Eieieiei. Komm, gib mir noch den Dämon, damit das ganz Banane wird. That is a turn of tide here. Ja, die Triade ist natürlich unglaublich gut. Unglaublich gut. Also ich würde jetzt mit den vier Supporlingen angreifen, aber hey, mach mal wie du denkst. Eigentlich müsste er mit allem angreifen, da wäre ich tot. Aber hey.
gibt Leute, die können einfach nicht warten. Ja, Wollingen. Hallo. Tja, was soll ich sagen? Oh, schade. Meteor Golem. Ja, den 6-6er Flieger, was gibt's da zu überlegen, Alter? Okay. Was du meinst? Ich verstehe es nicht, was er hier macht. Ja, dann mit den Sopfolligen könntest du mir 21 Schaden machen, Alter. Super. Der kann erzählen. Autsch. Hat's verstanden. Ah. Good game, my friend. Er hat's verstanden. Tja, so kann's gehen. Das ist in der zweiten Runde, Manu. Ja, don't have any early plays. Ja, das ist ja wahrscheinlich hier ein bisschen seltsam, ne? Doomhammer! Jawohl. Na super. Pumpe. Yay. Creature Spells wirst du wohl keine casten.
für Welt 2, na immerhin. Echt was zur Welt? Island. Ja, geht die Island. Draw card, wenn dealt damage. Wie gut ist das denn? Wenn jetzt mit seinen 4 Mana nicht was kriegt, was 5 Schaden macht, ist schon schwierig. Für ihn. Dreier. Mal hin. Ist nicht gemacht. Wo war der Sinn? Sinn, Mann. Und ich lasse durch den Sumpf gehen. Oh, wie mies! Wie gut! Schon eine miese Sache, das hier. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, angreifen kannst du nicht. Kannst du nachdenken, so viel wie du willst, mein Freund. Natürlich will ich, dass der geht. So, und dann holen wir noch für 6. Hoffentlich ist das jetzt nicht wieder der Dämon. Wow. Okay. Nett. Du hast die Karte nicht gelesen, oder? Ey, ich hole eine 5er, das ist mir zu riskant. Oh. Cancel. Ja, dann mach ich nichts. Dass ich nur 29 Lebenspunkte habe. Ach so, ja klar, ich habe ja. Oh, eine 5-7-7 Flieger. Schade. Für 7 Mana. Wäre auch zu einfach gewesen, ne?
Oh, ich ziehe eine Karte. Ja, wie gut. Wie gut, er muss blocken, dann geht seine Kreatur. Ansonsten ist er tot. Ich habe eine 6-6 auf dem Feld. Ah, und ich ziehe eine Karte. Ach, was ein Späß hier. Was ein Späß hier. Leider fliegt die nicht. Aber immerhin. Helion. Chaos Maw. Autsch. Oh. Ja. Good game. Das war schon mal nicht schlecht. So, und ich habe jetzt die neuen Bomben. Schade. Ich habe gedacht, den anderen. Ja, genau. Den brauchst du nicht. Jetzt spielen wir jede Runde Block dem anderen seine Kreatur, bis ich einen Trampler krieg. Oder er halt irgendwas krasses Fliegendes. 7-7er. Bleach Upkeep im Supporting. Na super. Jetzt kann er mit seinem Powerling blocken. Wie gut ist das denn? Böse. Echt Wendungen um Wendungen um Wendungen. Dieses Format ist so toll. Vor allem ist es Beginning of each Upkeep, das heißt meine auch. Och Mano! Tja, der überrennt mich in 5 Runden. Warum? Was willst du mit 11 Mana? Ne, Quatsch, ganz wahr. 9. Ah, jetzt kann er nächste Runde auch die fetten. Ja, okay, gut. Das hier war dann ein 8er. Ja. Yes! Mehr gutes Mana, wenn er den jetzt genauso zieht. Ne, zieht er nicht. Bombe. Gut, dann war es das. Diese Runde für deinen Supporting-Spammer, mein Freund. Neun. Ja, reicht genau. No way! Kanzel! Verdammte Axt!
Nice. Ach, Mischka, das war jetzt total Banane, was du da gemacht hast. Boah, war das Banane. Die gleiche Hydra. Verdammt, und er hat genug Mana. Schade. Nice. Komm, Gebirge, 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 Gebirge. Schade, nein. Na komm schon, hopp jetzt. Mit einem ganzen Tag Zeit. Wasser ist leer. Dum dum dum. Entweder greifst du mit allem an oder beendest den Zug. Wobei, wenn er mit allem angreifen würde, sollte das nicht so laut sagen, dann würde er gewinnen. Tja, ja, wunderbar. Tolle Rede, Mann. Das ist super dämlich. Ich hab Zeit. Mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Gut, so. Damit. Ja. Block ich den. Damit block ich den. Damit block ich so einen. Damit. So einen Vierblocker. Wie viel ist es? Leider eine Insel. Hätte ich das eine Runde früher gemacht? Mann, ey. Na, hier ist es leider nichts mehr zu holen.
Jetzt muss ich mir mit zwei noch einen Blocker kaufen. Ist das gut, echt, ey. Target Creature, ja dann ihn. Den dicken block ich im Tod, drei andere kommen vier durch, habe ich noch ein Leben. Huh, das war knapp, mein lieber Mann. Der hat Geduld. Hat der Geduld. Ich habe auch Geduld, ist überhaupt kein Problem. Geduld ist eine feine Sache. Was für eine Edition ist denn der Iron Shield Beetle Ding? Ach, Saravnica, den kannte ich noch gar nicht. Schade, dass die bald rausfallen. Das ist auch Ravnica. Naja, muss ich noch ein bisschen zuholen. Zeitspieler. Was liebe ich Zeitspieler? Wir gehen durch. Mana! Ja, schön. Convoke Flying 4-5. Warum? So, eine Runde spiele ich noch. Und eventuell mache ich dann entweder heute Abend weiter. Heute Abend kann ich ja gar nicht weitermachen, weil das Event nur noch ein paar Stunden geht. Naja, wie dem auch sei. Hello. Oh, chum. Ja, da. Ja, der weiß auch, was dann war. Boah, 3. Breach. Was geht ab, ey? Gute Karte. Und ich sind bitte mal eine Insel. Schade, kein Name Elfen. Nicht so toll. Nett. Jetzt mache ich mal die gleiche Taktik wie die anderen immer. Ich passe jetzt mal. Ich hole mir den Zweier nicht rein. Ich hole mir gleich einen Dreier. Gucken, was du ziehst. Ah, ein Flieger mit Haste. Och, Manu. Alter, doof. So, jetzt bin ich. Sorry.
Ich hab gepennt, es tut mir leid. Ja, damit brauche ich den mal. Das ist eigentlich sinnfrei, die zwei Schaden, aber was soll's. So, Mountain of Madness. Und wir schmeißen wir einen Swamp und bitte einen Flieger. Ja, geht doch. Greift er zuerst an, greift er nicht an, greift er mit beiden an. Klar greifst du mit beiden an, beschwörst dann. Oh. Hallo? Böser Mann. Hammerdropper. Hammerfalllosser. Mhm, stehe. Und drop meinen Swamp. Ja! Was kickt? War leider nicht gekickt. Aber immerhin einen schönen Blocker für den Hammerdropper und die fliegenden No-Attackers. Spielen wir Stationary Game. Wer kann länger aufbauen oder so überlegt, ob er mit dem Hammerdropper angreift. Natürlich greifst du mit dem Hammerdropper an. Du musst den 4-4er Fliegenden zum Blocken zwingen. Mann, ey. Absolut in der Kreaturenüberzahl. Wenn du nicht angreifst, ist das sinnlos. Zilla. Godzilla. Zippy-Zilla. Was auch immer. Ne, greift nicht an. Jetzt ist es aus. Na gut. Dann schauen wir mal, was wir für mich für 5 im Pott haben. Dafür droppe ich einen Island. Schade. Na, jetzt kann ich nämlich mit meinem Flieger angreifen. Und du verlierst eine Kreatur, ich nicht. Was sei denn, du blockst nicht. Diese schweren Entscheidungen. Spiele ich nicht. Mache ich nicht. Lasse ich nicht. Ja. Also wenn er jetzt mit allen angreifen würde, würde ich erstmal den Elefant blocken. Weil wenn ich den blocke, geht mein anderer gleich mit. Und würde das bis nächste Runde aufheben. Echt Zeitspiel. Ich finde cool im Hintergrund diese Trommelschläge oder Hammerschläge, die man hört beim Zeitspielen.
das mies. Lane. Jawohl, und alle haben Trample. Wie gut ist das denn? Aber ich greife nicht an. Respekt. Das ist eine gute Karte. Kann ich mit leben. Karte spielen oder beschwören? Was meinst du? Der hat nicht mal genug Power draußen, um mit den Trampler tot zu blocken. Gerade nix gemacht? Ja, top. Besser kann es nicht laufen. Ich würde sagen, good game, my friend. Klar. Das war gut. Das war echt gut von ihm, das hier. Aber warum blockst du denn jetzt nicht? Ich sag nix. Aha. Daran hatte ich tatsächlich nicht mehr gedacht, dass er den pumpen kann. Natürlich kommt der zuerst. Has to go! Has to go! Jetzt ist mein 7-7er kein Trampler mehr. Mann. Verdammt! Verdammt, 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 verdammt. Okay, der Effekt von ihm ist jetzt nicht so schlimm. Er hat keine Dinosaurierkarten im Deck, deswegen kann er da nichts machen. Aber es wäre schön, wenn du angreifen würdest. Der hat Haste? Der hat Haste. Hallo, der hat Haste. Ja, gut, damit muss ich jetzt leben mit den 6 Schaden. Na, wie gut!
Hatte der eigentlich auch Lifelink? Na, er hat nur Double Strike und Trample und Indestructible. Kein Lifelink. Aber trotzdem ist es gut. Aber trotzdem ist es gut. Ja, okay, Flieger. Aber tut mir leid, mein Freund. Ja. Primal Dawn. Das ist schon ein ziemlich mieses Vieh, das hier. Mit Trample. Eine Fresse. Na komm schon. Zeitspieler, es ist so nervig. Es ist so nervig. Die wissen, dass sie mich nerven. Und sie wissen, dass ich weiß, dass sie wissen, dass sie mich nerven. Und ich warte trotzdem. Ich werde nicht aufgeben. Aus Prinzip nicht. Echt, in Timeout-Tod ist dir lieber als im Kämpfen. Es gibt Spieler, ist der Hammer. Falsche Kartenhand, aufgeben. In Timeout-Tod laufen. Warum? Warum? Tja. Besser kann es nicht laufen. Besser kann es nicht laufen. Ah, jetzt kannst du mit deinem Ex-Vacation Elefant, Mann. Was er kriegt. 9-9er, schön. Trotzdem. Good game. Aber aufgeben, bevor mich einer schlägt. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Gut, liebe Gemeinde, ich muss jetzt mal Schluss machen. Ja, hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, dieses Extra Life Event kommt so in irgendeiner Form wieder, weil es macht super, super viel Spaß. Ich guck mal, ob ich irgendwie da die Entwickler anschreiben kann und denen danken kann für dieses coole Event. Jo. Was soll ich sagen? Danke fürs Zuschauen, beziehungsweise in dem Fall Nachschauen, weil es ja ein aufgezeichnetes Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Die Feedback-Challenge ist immer noch on. Schreib unten drunter, ob Events spielen interessant ist oder lieber nur Deckbau oder mehr Events oder was auch immer du für einen Kommentar zu Magic the Gathering Arena da hast. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.